ist das Leben entstanden? Wie die unterschiedlichen Arten. Schon vor 150 Jahren glaubte Charles Darwin, darauf eine Antwort gefunden zu haben. Und seine Erben, die heutigen modernen Evolutionsbiologen, glauben wie Darwin, dass sich die erste Lebensform allein aus toter Materie gebildet hat. Trotzdem beschäftigen sich heute immer noch Tausende von Forschern mit dem Rätsel der Entstehung und Entwicklung des Lebens. Nicht wenige kritisieren die Evolutionstheorie an entscheidender Stelle, manche lehnen sie sogar ganz ab. Wie seriös sind diese Forscher? Was ist von den modernen Kritikern Darwins zu halten? Einer von ihnen ist der Biologe Siegfried Scherer. Er ist Professor an der Technischen Universität München und war bereit, einen seiner Vorträge aufzeichnen zu lassen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass es geklappt hat, mit einem halben Jahr Verspätung etwa, dass ich hierher kommen konnte nach Berlin. Ich freue mich, dass Herr Poppenberg mich eingeladen hat. Und es ist irgendwie so eine abenteuerliche Veranstaltung, die wir heute Abend haben, zwischen Vortrag und zwischen einer Aufnahme. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Das Thema, was ich gewählt habe für heute Abend, ist ein Thema, welches auf den ersten Blick vielleicht eigenartig anmutet, was Darwin nicht wissen konnte. Naja, wird man sagen, Darwin wusste ja viel nicht. Immerhin ist es schon eine gewisse Zeit her, seit er gelebt hat. Allerdings haben sich schon eine ganze Reihe von Leuten Gedanken darüber gemacht, was Darwin gedacht hat und wie es ihm gegangen wäre, etwa in einem Buch von Jonathan Weiner, Der Schnabel des Finken, mit dem Untertitel, was Darwin noch nicht wusste. Klar, Darwin wusste vieles nicht, was wir heute wissen und was für uns heute selbstverständlich ist. Oder von Matthias Glaubrecht, Der lange Atem der Schöpfung, was Darwin gerne gewusst hätte. Ja, der hätte sicher gerne vieles gewusst. Ich habe den Titel gewählt, was Darwin nicht wissen konnte. Und Sie werden sehen im Lauf meines Vortrages, dass es mir gar nicht in erster Linie um wissenschaftliche Daten und Fakten geht. Selbstverständlich, Darwin hat vieles nicht gewusst. Nein, ich will auf was anderes raus, was Darwin sich nicht hätte träumen lassen, wenn man ihn damals gefragt hätte, wie die Situation heute ist. Ich will in meinem Vortrag heute Abend 5 Teile machen. Im ersten Teil geht es um Evolution, um Ursprungslehren zwischen Wissenschaft und Weltanschauung. Ich will da deutlich machen, dass wir uns mit einer Frage beschäftigen, wenn wir über die Herkunft des Lebens reden, die sich nicht nur mit Wissenschaft beantworten lässt. Ich will dann nach diesem Vorspann, der auch weltanschauliche Bestandteile enthält, ich will dann 3 Kapitel mit Ihnen besprechen, wo es um Fakten und Daten geht. Die Frage nach dem Ursprung der ersten lebenden Zelle, die Frage nach den Verbindungsgliedern, hat man sie gefunden oder doch nicht, zwischen den verschiedenen Gruppen der Lebewesen, und dann schließlich molekulare Mechanismen der Makroevolution. Wie verändern sich Lebewesen? Wie stellt man sich Höherentwicklung vor? Und schließlich zum Abschluss die Frage, werden wir mit Gewissheit wissen, was wahr ist, wenn wir nur genug Daten haben? Es ist mir wichtig, diesen Vortrag heute Abend zu beginnen mit einer kurzen Erklärung, was wir als Wissenschaftler wissen können. Was die empirischen Wissenschaften wissen können, also die, die sich mit Chemie und Physik und Biologie auseinandersetzen. Diejenigen, die Experimente machen, die Daten gewinnen über diese Experimente, die darauf Theorien aufbauen und versuchen zu erklären, wie die Struktur der Welt ist. Wie sind Stühle aufgebaut, wie sind Lebewesen aufgebaut, wie ist das Weltall aufgebaut? Wie ist die Struktur der Welt? Das ist die Frage, die die empirischen Wissenschaften beantworten wollen.
Und es gibt zwei wichtige Merkmale der empirischen Wissenschaften, die in unserem Zusammenhang von Bedeutung sind heute Abend. Erstens, wir können als experimentell arbeitende Wissenschaftler nur reproduzierbare, also wiederholbare Vorgänge studieren. Ich muss ein Experiment wiederholen können, was mein Kollege in Amerika oder in Australien gemacht hat. Wenn ich das nicht wiederholen kann, schlecht, dann könnte es etwas sein, was ich mit empirischen Methoden nicht beschreiben kann. Und etwas, was damit zusammenhängt, ein zweites, wir können als empirische Wissenschaftler nur gegenwärtige Vorgänge untersuchen. Das, was heute, jetzt abläuft. Und je weiter wir zurück in die Vergangenheit gehen, desto schwieriger wird es. Ich kann keine Experimente zu der Frage machen, ob etwa Jesus gelebt hat oder nicht. Ich kann keine Zeitmaschine besteigen und zurückfahren und mir das anschauen. Es geht nicht. Es ist ein einmaliger Vorgang, ein historischer Vorgang, den kann ich nicht empirisch untersuchen. Dazu gibt es eine andere Wissenschaftsrichtung, die historischen Wissenschaften. Historische Wissenschaften sind anders aufgebaut, sie arbeiten mit einer anderen Methodik. Und ganz wichtig ist, alle Wissenschaften, die sich mit der Geschichte, auch mit der Vorgeschichte beschäftigen, müssen bestimmte Annahmen über die Vergangenheit machen. Wir müssen uns entscheiden, welche Vorgänge wir zulassen in der Vergangenheit und welche nicht. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir jetzt Evolutionsfragen oder Schöpfungsfragen stellen, dann wird das noch viel deutlicher. Aber grundsätzlich für alle historischen, im Grunde übrigens auch für die empirischen Wissenschaften, gilt, dass wir bestimmte Annahmen machen müssen. Aufgrund dieser Annahmen werden dann die Daten gedeutet, die wir heute beobachten. Und aus diesem Prozess kommt, wenn wir die Ursprungsfrage stellen, eine Antwort auf die Grundfrage des Menschen: Was ist der Ursprung der Welt? Diese Frage kann nicht ohne Annahmen beantwortet werden, nicht ohne einen bestimmten Denkrahmen, den ich setze. Und ich will Ihnen das verdeutlichen an verschiedenen Typen von Ursprungslehren. Die heute bekannteste Ursprungslehre ist die Evolutionslehre. Wenn Sie evolutionsbiologische Literatur lesen, dann werden Sie schnell sehen, dass der Evolutionsbiologie eine bestimmte naturphilosophische Grundannahme zugrunde liegt. Es ist der Naturalismus, Materialismus, die Grundannahme, dass die Entstehung und Geschichte der Welt nichts zu tun hat mit Faktoren, die nicht experimentell erforschbar sind. Wenn ich das deutlicher sage, die Entstehung der Welt und die Geschichte der Welt und des Lebens hat nichts mit übernatürlichen Dingen zu tun. Wir schließen in der Evolutionsbiologie einen Schöpfer von vornherein aus. Wir sagen, das berücksichtigen wir nicht, der kommt nicht vor in unseren Theorien. Der hat nichts zu tun mit dem Ursprung der Welt. Das ist eine naturalistische Grundannahme. Die kann richtig sein, aber sie kann auch falsch sein. Wenn ich auf einer solchen Grundannahme den Ursprung der Welt deute, dann komme ich zwangsläufig zu einem Evolutionsmodell. Ich wüsste nicht, zu was für einer anderen Vorstellung man kommt. Nun ist das nicht die einzige Grundannahme, die man machen kann. Ich kann auch davon ausgehen, dass ein Schöpfer ist, dass dieser Schöpfer etwas zu tun hat mit dem Ursprung der Welt und der Geschichte des Lebens. Das kann ich nicht beweisen. Das kann ich auch nicht widerlegen. Genauso wenig wie ein Naturalist beweisen kann, dass seine Annahme richtig ist. Keiner von uns beiden war dabei gewesen, als die Welt ins Dasein kam. Wenn ich auf der Grundlage einer Offenbarung, vielleicht einer biblischen Offenbarung, vielleicht einer irgendwie gearteten Offenbarung, die Experimente und Daten und Theorien, die wir heute haben, deute, dann komme ich zu einer Schöpfungsvorstellung. Die Welt ist durch einen Schöpfungsakt ins Dasein gekommen. Und zwischen diesen beiden extremen Ansichten gibt es viele Zwischenstufen, auf die ich heute Abend nicht eingehen will.
Man kann auch glauben, dass Gott durch einen Evolutionsprozess geschaffen hat und hat entsprechende Grundannahmen über den Ursprung der Welt. Wichtig ist mir, welches Denkmodell wir immer vertreten. Wir müssen bestimmte Grundannahmen glauben, die wir nicht beweisen können. Nun interessiert uns natürlich, was ist wahr? Welches Modell stimmt? Welche Vorstellung über den Ursprung der Welt stimmt? Können wir da etwas prüfen? Ich denke, dass man eine ganze Reihe Fragen stellen kann. Einmal wird man fragen müssen, stimmt denn meine Ursprungsvorstellung überein mit den Experimenten und Daten der empirischen Wissenschaften und der historischen Wissenschaften? Und dann zweites, stimmen diese Daten denn überein mit dem, was ich als Grundannahme setze? Gibt es da Widersprüche? Gibt es da ungelöste Probleme? Wenn ja, wie schwerwiegend sind sie? So kann man eine Menge Fragen stellen für jedes Ursprungsmodell und wird dann irgendwann zu einem in der Regel für sich persönlich bindenden Ergebnis kommen. Soweit, so gut. Das könnte man alles objektiv abhandeln, da könnte man drüber diskutieren und reden, ist ja kein Problem. Ist es doch. Das Problem besteht darin, dass diese Ursprungslehren und Weltanschauung mit fundamentalen Menschheitsfragen zusammenhängen. Was ist Leben? Ist es evolviert? Wurde es erschaffen? Was ist der Mensch? Und wer bin ich? Und wozu bin ich? Die Ursprungsfrage hängt zusammen mit der Sinnfrage. Deshalb ist dieses Thema so brisant. Das war es schon immer gewesen. Von Anfang an, als Darwin seine Hypothese publiziert hat, hat es darüber Streit gegeben. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, die Debatte zwischen dem Biologen Huxley und Bischof Wilberforce in England, 1860. Da ging es eben um die Frage, woher kommt der Mensch? Ist der Mensch geschaffen oder stammt der Mensch etwa vom Affen ab? Und Lady Wilberforce, die Frau des Bischofs, als sie gehört hat, dass der Mensch vom Affen abstammen solle, da soll sie gesagt haben, du meine Güte, wir wollen hoffen, dass es nicht stimmt. Aber wenn es doch wahr wäre, dann müssen wir beten, dass es nicht bekannt wird. Und Sie sehen an dieser Anekdote oder wahren Geschichte, ich weiß es nicht, Sie sehen daran jedenfalls, dass eine Menge an dieser Frage hängt. Sind wir geschaffen oder sind wir evolviert? Und das sieht man an vielen Beispielen. Ich möchte Ihnen einige vorstellen, einige große Evolutionsbiologen. Stephen Jay Gould, inzwischen verstorben, hat in einer Ausgabe des berühmten Wissenschaftsmagazins Science, welches über Evolution handelte, einen Kernsatz geschrieben. Der war hervorgehoben in diesem Science-Artikel. Dieser Kernsatz hieß, Evolution ist wahr und die Wahrheit kann uns nur frei machen. Als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, Moment, das kenne ich doch. So etwas Ähnliches habe ich doch schon in der Bibel gelesen. So etwas Ähnliches hat Jesus gesagt. Hier wird ein Begriff verwendet, Wahrheit und Freiheit im Hinblick auf Evolution. Oder ich denke an den bekannten Evolutionsbiologen Richard Dawkins aus England. Viele Bücher hat der Mann geschrieben, ist in alle Welt verbreitet und übersetzt. Und in einem Interview, welches der Spiegel 1998 abgedruckt hat, da hat Richard Dawkins den Satz gesagt, alle Fragen über das Leben haben dieselbe Antwort, natürliche Selektion. Unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, hier wird ein Absolutheitsanspruch formuliert. Und einen solchen Absolutheitsanspruch über das Leben, das ist etwas, was wir normalerweise aus der Religion kennen. Ebenso wie der Wahrheitsanspruch etwas ist, was wir nicht aus der Wissenschaft kennen. Wissenschaftler sind viel bescheidener. Das kennen wir aus religiösen Denksystemen. Das wird besonders deutlich an einem Zitat, was von einem meiner Kollegen stammt, Richard Lewontin.
ein Ökologe und Evolutionsbiologe, ein bekannter Mann, Lehrbuchautor aus den Vereinigten Staaten. Und er hat 1997 im New York Review folgende Sätze geschrieben. Wir, das heißt wir Wissenschaftler, stellen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz der Absurdität einiger ihrer Gedankengebäude. Dies beruht auf einer Verpflichtung auf den Materialismus. Wir sind deshalb gezwungen, uns auf materialistische Erklärungen zu beschränken. Dieser Materialismus ist absolut, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Und Sie sehen wieder Kennzeichen weltanschaulicher, religiöser Denksysteme. Ein Absolutheitsanspruch, eine absolute Ablehnung eines Gottes. Ich sage das nicht wertend. Im Gegenteil, ich bin dankbar, dass Richard Lewontin oder Stephen Jay Gould oder Richard Dawkins, dass sie das so deutlich formulieren. Das schafft Klarheit. Und das ist wichtig in dieser Frage. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt den Leuten zuwenden, die an Schöpfung glauben, die an einen Gott glauben, der alles gemacht hat, begegnen uns ähnliche emotionale Äußerungen. Ich habe hier den Titel eines Buches Ihnen mitgebracht, Refuting Evolution, also die Zurückweisung der Evolution durch Wissenschaft, wie das hier beansprucht wird. Und da sieht man dieses Bild von dem Hammer, der die Glasscheibe zerstört. Da kommt eine Botschaft drüber. Da wird was Bestimmtes damit ausgedrückt. Oder wenn ich an Ken Ham denke, aus den Vereinigten Staaten, ursprünglich aus Australien, eines seiner wichtigsten Bücher, Die Lüge, Evolution. Andersrum ausgedrückt, wenn Sie an Evolution glauben, dann glauben Sie an eine Lüge. Wenn Sie Evolution vertreten als Wissenschaftler, dann sind Sie ein Lügner. Das ist die Botschaft dieses Titels. Ich bin sehr traurig darüber, dass solche Titel und solche Bücher auf dem Markt sind. Ich halte das nicht für eine gute Art und Weise der Auseinandersetzung. Wir finden das wiederum auch auf der anderen Seite, diese angriffige emotionale Auseinandersetzung, wieder Richard Dawkins im Spektrum der Wissenschaft publiziert ein Artikel Gottes Nutzenfunktion. Er hat da auf William Paley Bezug genommen. Das war ein Mann in England. Und dieser Anglikaner Paley fand, wenn schon eine simple Uhr einen Uhrmacher erfordere, müssten doch auch die so viel komplizierteren Lebewesen von einem göttlichen Schöpfer entworfen sein. Heutige Kreationisten, die sich für Wissenschaftler halten, pflegen ähnlich zu argumentieren. Nach dem Zweck der Lebewesen zu fragen, lassen sich mittlerweile nur noch wissenschaftlich unbedarfte Leute einfallen. Zitat Ende. Das ist einfach eine Beleidigung für diejenigen, die einen anderen Standpunkt haben. Ich bin traurig, dass auf dieser Ebene argumentiert wird. Und wie gesagt, das ist schon immer so gewesen, von Anfang an, ob das zu Zeiten Darwins war, hier ein Spottbildchen von Charles Darwin, oder ob das im Jahr 2003 war, wo ein Bibelgläubiger von einem Affen geprügelt wird, wo es um die Frage Schöpfung, Evolution geht. Da hat sich nichts dran geändert. Ich finde das sehr traurig. Ich persönlich wünsche mir, dass die Auseinandersetzung in dieser Frage sachlicher wird, dass die unterschiedlichen Standpunkte geachtet werden, auch wenn sie ganz unterschiedlich sind. Nur wenn wir die unterschiedlichen Standpunkte achten, nur dann können wir überhaupt weiterkommen, miteinander weiterfragen und weiterreden. Ich werde heute Abend einige kritische Anmerkungen zur Evolutionslehre machen, wirklich kritische. Ich mache das auf dem Hintergrund, dass ich persönlich nicht an Evolution glaube. Ich glaube an Schöpfung. Ich glaube, um das noch deutlicher zu sagen, an die Schöpfung, wie die Bibel, die Heilige Schrift der Christen sie lehrt. Ich bin Christ. Ich sage Ihnen das so deutlich, damit Sie von vornherein wissen, der Mann hat diesen weltanschaulichen Hintergrund, der da vorne redet. Und dann können Sie auch besser prüfen, ob das, was ich sage, gefärbt ist von dem, was ich glaube. Es wird bis zu einem gewissen Grad so sein. Ich bin nicht völlig objektiv. Kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der es kann.
Also das wollte ich als Vorbemerkung gemacht haben. Das Zweite, wenn ich kritische Anmerkungen mache gegenüber Charles Darwins Lehre oder der Lehre seiner Nachfolger, dann heißt das nicht, dass ich die Person missachte. Im Gegenteil, ich halte Charles Darwin für einen der größten Wissenschaftler und Biologen, die in der Biologie je gelebt haben. Und ich kann nur jedem empfehlen, lesen Sie mal ein bisschen in Charles Darwins großem Werk. Der Mann war klasse. Ein Biologe, der Dinge erforscht hat, die zum Teil heute noch bedeutsam sind. Übrigens nicht nur im Bereich der Evolutionsbiologie. Und im Bereich der Evolutionsbiologie ist vieles von dem, was er gesehen hat und erforscht hat, heute noch gültig. Also es geht nicht um eine Minderung des Ansehens der Person. Nun komme ich zum ersten Teil meiner naturwissenschaftlichen Kritik an der Evolutionslehre. Und ich habe das formuliert in Form von Thesen. Und meine These ist, meine Behauptung ist, die Entstehung der ersten Zelle ist immer noch unbekannt. Die erste Zelle, so wie Evolutionsbiologen heute glauben, war eine Bakterienzelle. Im Linder Biologie, das ist ein Lehrbuch an der Oberstufe für Gymnasien, steht zu dieser Frage über die Entstehung des Lebens, woher kommen die Lebewesen? In früheren Zeiten nahm man an, dass Lebewesen auch aus toten Stoffen durch Urzeugung entstehen konnten. Louis Pasteur wies 1862 durch Versuche unwiderleglich nach, dass sich gegenwärtig Lebendes nur aus Lebendem bildet, omne vivum ex vivo. Für die erstmalige Entstehung der Organismen auf der Erde gilt diese Aussage nicht. Zitat Ende. Nun meine ich als Mikrobiologe, wenn etwas, was seit über 150 Jahren immer wieder experimentell bestätigt wurde, dass Leben nicht aus Nichtlebendem entsteht, ich glaube, es gibt keine wissenschaftliche Aussage, die besser begründet ist als diese, wenn man dann sagt, dass früher das anders war und diese Aussage nicht gilt, dann müsste man gute Begründungen dafür haben. Es kann ja sein, dass das stimmt, aber dann müsste man wirklich gute Begründungen dafür haben. Was wissen wir? Welche Hypothesen gibt es? Man geht davon aus, dass die Entstehung des Lebens auf einer Urerde stattgefunden hat. In einer Uratmosphäre seien Moleküle entstanden, die dann sich zusammengelagert hätten zu organischen Verbindungen, Aminosäuren, den Bausteinen der Proteine, zu den Stickstoffbasen, den Bausteinen der Erbsubstanz und vielen anderen Molekülen, dass die sich dann zusammengelagert hätten zu Proteinen und Erbmaterial und schließlich sei die erste Zelle entstanden, der erste Protobiont. So stellt man sich das vor. Und man hat dazu eine ganze Reihe Experimente gemacht, die sogenannten Miller-Experimente und viele, die danach gekommen sind, wo man durch elektrische Entladungen in angenommenen Urerde-Atmosphären zahlreiche organische Moleküle hat entstehen lassen. Darunter auch Aminosäuren und Nukleobasen. Man lernt aus diesen Experimenten, es gibt tausende davon, dass organische Moleküle aus anorganischen Verbindungen unter sogenannten präbiotischen Bedingungen entstehen können. Das ist wissenschaftliche Tatsache. Das haben wir oft gezeigt. Können nun aus diesen Einzelbausteinen auch die weiteren Schritte entstehen? Proteine zum Beispiel, aus denen wir aufgebaut sind. Und ich will nur das Beispiel der Proteine nennen und ganz ohne Chemie geht es da nicht heute Abend. Proteine entstehen aus Aminosäuren und hier ist die grundlegende Reaktion gezeigt, wie zwei Aminosäuren miteinander kondensieren, unter Wasser austritt, das ist dieser dünne Pfeil, Wasser tritt aus und es wird eine Peptidbindung gebildet. Und viele solcher Reaktionen hintereinander gibt eine lange Kette und diese Kette, das könnte dann ein Protein sein. Das Problem dabei ist, dass die Reaktion, dass das Gleichgewicht der Reaktion auf den Monomeren liegt, also auf der rechten Seite. Wir wissen, dass im wässrigen Milieu, also im Wasser, ohne Katalyse solche Peptidbindungen nur mit einer verschwindend geringen Wahrscheinlichkeit entstehen. Das ist nicht das, was normalerweise entsteht. Und das ist ein Problem, wenn in wässriger Lösung Proteine entstehen sollen. Ein zweites Problem. In solchen Ursuppen gibt es viele, viele Substanzen, tausende von verschiedenen Substanzen. Nur einige davon sind die gewünschten. Und die gewünschten, die Aminosäuren, sind sogenannte bifunktionelle Moleküle.
Das ist hier so dargestellt, eine Einbuchtung und ein kleiner Zapfen. Das eine ist die Aminogruppe und das andere, das soll die Carboxylgruppe sein. Und wenn ich solche bifunktionelle Moleküle habe, also die haben quasi zwei Ärmchen, rechts eins und links eins, wenn ich viele solcher Ärmchen und solcher Moleküle zusammentue, dann können die sich an den Händen fassen gewissermaßen und dann gibt es eine Kette. Nur so können die Ketten des Lebens, die Proteine, entstehen. Das Problem ist, dass in den Ursuppenexperimenten, in allen Ursuppenexperimenten, zahlreiche Moleküle entstanden sind, die man monofunktionell nennt. Die haben nur einen Arm. Und wenn Sie jetzt so ein monofunktionelles Molekül mit einem bifunktionellen Molekül zusammenbringen, dann haben wir zwar eine Bindung, aber auf der anderen Seite fehlt das Ärmchen. Das heißt, hier kann es nicht weitergehen. Und wenn wir den nächsten Schritt anschauen, dann sieht man, dass wenn schon eine kleine Kette da ist und so ein Baustein kommt rein und setzt sich da dran, dann ist aus. Dann kann keine weitere Verlängerung stattfinden. Und nun gibt es auch Bausteine, die sich an die andere Seite dran setzen. Und es gibt viel, viel mehr falsche Bausteine als richtige Bausteine. Es gibt also viel mehr Kettenabbruch als Synthese. Es ist deshalb noch nie gelungen, in einer realistischen Ursuppe ein Kettenmolekül herzustellen, weil es immer sofort zum Kettenabbruch kommt. Das ist ein ernsthaftes Problem für jede Theorie über die Entstehung des Lebens. Was hat man also gemacht in Experimenten? Man hat Mischungen genommen aus reinen Aminosäuren, das können Sie beim Apotheker kaufen, die Reinsubstanzen, damit wir keine Kettenabbruchmoleküle haben. Man hat diese Reinsubstanzen erhitzt unter weitgehendem Ausschluss von Wasser, damit die Reaktion in die richtige Richtung geht. Und dann bekommt man Polykondensate, die sind hier dargestellt. Diese Reaktionsprodukte nennt man Proteinoide, sind nämlich keine Proteine, sind vielfach quer vernetzte Verbindungen, teilweise mit schwacher katalytischer Aktivität, aber sie sind als quer vernetzte Verbindungen nicht auf einer DNA-Ebene kodierbar, deshalb sind sie nicht optimierbar durch Evolution, nicht evolvierbar. Solche Verbindungen haben überhaupt nichts mit Proteinen zu tun, wie das Leben sie braucht. Etwas anderes konnte man selbst unter hochgradig künstlichen Bedingungen nicht herstellen, außer diesen Proteinoiden, die aber für die Lebensentstehung nicht von Bedeutung sind. Und damit hört es aber noch nicht auf. Wir brauchen, wenn wir wirklich Proteine machen wollen, mit denen man leben kann, dann brauchen wir Proteine, die alle die gleiche optische Konfiguration haben. Das ist hier dargestellt, diese Aminosäuren, die sind wie zwei Hände. Wir haben eine rechte Hand und eine linke Hand. Versuchen Sie mal, die rechte Hand und die linke Hand zur Deckung zu bringen. Dann werden Sie sehen, das geht nicht. Der Daumen, der geht nie hierhin. Das sind Spiegelbilder, die beiden. Und die Spiegelbilder kann man nicht zur Deckung bringen. Ich muss die umdrehen und dann kann ich zur Deckung bringen. Also das sind zwei verschiedene Formen. Und diese Formen, wenn sie gemischt vorkommen, Racemate sind, verhindern die Bildung von einem wirklichen Protein. Ich habe Ihnen einen kleinen Film mitgebracht. Da sieht man eine Kette von Aminosäuren und diese Kette, die faltet sich und bildet Strukturen, zum Beispiel eine Alpha-Helix hier. Und diese Alpha-Helix ist so eine Grundstruktur des Proteins. Ohne die gibt es kein Leben. Die entsteht nur, wenn sie nur eine einzige Form vorliegen haben. Problem dabei ist, dass unter Ursuppenbedingungen immer Mischungen entstehen, aus denen keine solchen Proteine entstehen können. Die Bildung optisch reiner Aminosäuremischungen wurde noch niemals beobachtet. Es war ein Beispiel, ich bin nicht sehr ins Detail gegangen. Man kann noch viel mehr ins Detail gehen. Ich habe es versucht, einfach darzustellen. Es war ein Beispiel, wir brauchen Proteine für das Leben. Aber wir brauchen auch DNA und RNA für das Leben. Wir brauchen Zellhüllen, Lipidmembranen für das Leben. Wir brauchen dann schließlich Informationsstrukturen. Da muss ja eine Information auf diesen Ketten drauf sein. Die dürfen ja nicht zufällig sein. Und dann Vorläufer von Bakterien. Wir haben in keinem einzigen Ursuppenexperiment Proteine gefunden. Es hat sich nie
in keinem Experiment ein RNA- oder DNA-Molekül gebildet, in einem realistischen Ursuppenexperiment. Wir haben nie Lipide gefunden, welche unverzichtbar für die Zellhüllen sind. Wir haben nie gefunden, dass Entstehung von biologischer Information geschieht in solchen Experimenten. Wir haben nie gefunden, dass irgendein Vorläufer von einem Lebewesen entsteht. Fehlanzeige aus der ganzen Linie. Und wir machen jetzt in der Wissenschaft unseren Experiment seit über 50 Jahren. Zigtausende. Das Ergebnis war immer ganz eindeutig. So nicht. Klaus Dohse hat vor 15 Jahren schon gesagt, 1986, also über 30 Jahre, nach dem zunächst verheißungsvollen Beginn der Ära der Simulationsexperimente, kann man zum eigentlichen Mechanismus der Lebensentstehung kaum mehr Fakten angeben als Ernst Haeckel schon vor 120 Jahren. Man muss leider erkennen, dass ein Großteil der Reaktionsprodukte der Simulationsexperimente dem Leben nicht näher steht als die Inhaltsstoffe des Steinkohlentiers. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist immer noch der Stand des Wissens. Der Ursprung der Mikroorganismen ist unbekannt. Das ist es, was ich als Biologe sagen kann. Mehr wissen wir nicht. Immer noch gilt, Lebendes entsteht aus Lebendem, wie der große Pasteur das nachgewiesen hat, experimentell. Ich habe damit Sie mich nicht falsch verstehen, Evolution nicht widerlegt. Ich habe nur gesagt, wir wissen es nicht. Ob wir es in 10 Jahren oder in 20 Jahren wissen werden, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir es heute nicht wissen. Und ich meine, das sollte man einfach so sagen. Wenn Sie Schulbücher zur Evolutionslehre lesen, dann lesen Sie da was anderes. Und das ist das Problem. Zu meiner zweiten Behauptung. Die Entstehung der Großgruppen der Lebewesen ist immer noch unbekannt. Man geht ja davon aus in der Evolutionslehre, dass von einfachen Lebewesen die komplizierten Lebewesen entstanden sind, all die unterschiedlichen Großgruppen, die Säuger und die Vögel und die Reptilien und die Fische und die Krebse und die Insekten und so weiter. Und dass die alle auf einen Vorfahren zurückgehen. Die müssen sich also auseinander entwickelt haben, das heißt, man müsste die Übergänge finden, man müsste die Linien finden, wie sie sich entwickelt haben. Und da gibt es viele, viele offene Fragen. Ich nenne Ihnen zwei oder drei davon. Einmal, was sagt die Paläontologie, also die Lehre von den versteinerten Lebewesen, was sagt die zu den ersten Zellen? Wir finden ganz unten in den Erdschichten, im frühen Präkambrium, diese hier dargestellten Zellformen, wenn man da bestimmte Steine schleift. Und das sind Zellformen, die kenne ich als Mikrobiologe, wenn ich heute unter das Mikroskop schaue, genauso. An denen hat sich nichts geändert. Die sind von Anfang an sind die da gewesen. Wo sie herkommen, wissen wir nicht. Und diese einfachen Zellformen haben über 85% der erdgeschichtlichen Zeit nach radiometrischer Datierung sich nicht wesentlich verändert. Sind immer die gleichen geblieben. Und dann hier an dieser Grenze von Präkambrium zum Kambrium, an dieser Grenze, da taucht in der Überlieferung plötzlich eine ganz komplexe Tierwelt auf. Die Tierwelt des frühen Kambriums, und man weiß überhaupt nicht, wo die herkommen, bekannt als der rätselhafte Big Bang im Kambrium. Die explosionsartige Entstehung aller großen Gruppen von Lebewesen, aller Stämme der Lebewesen. Die sind einfach plötzlich da. Nichts, was davor käme, was irgendwie primitiver wäre. Keine Vorfahren, nichts dergleichen. Wir wissen nicht, woher die kommen. Eines der großen Rätsel, was zweifellos zugegeben wird und thematisiert wird, ist ja nicht von mir, dieser rätselhafte Big Bang. Das weiß man in der Paläontologie. Aber das ist etwas, was nicht nur dort auftaucht. Ich meine, das ist erstaunlich genug. Das finden wir auch in vielen anderen Bereichen. Wenn Sie solche Lehrbücher durchsehen, Hochschullehrbücher oder Originalliteratur, und man guckt sich diese Stammbaumdarstellungen an, wo die Erdgeschichte hier gezeigt ist und dann die verschiedenen Stammreptilien und verschiedene Zwischengruppen, da die Flugsaurier, da die Vögel, hier die Säugetiere, da sieht man überall Fragezeichen. Und auch hier in diesem
Bild, wenn wir die Säugetiere uns näher anschauen, da sieht man die Gruppen der Säugetiere, das sind da etwa die Zahnen, die Nagetiere, die Herrentiere, die Fledermäuse, die Insekten, die Wale, die Paarhufer, die Unpaarhufer, also die verschiedenen Gruppen der Säuger. Die sind hier aufgezeichnet, wie man sie findet, in der erdgeschichtlichen Überlieferung. Hier unten sind die Überlieferungen schwarz gezeichnet. Da, wo die Linien zusammenlaufen, also da, wo die Zwischenglieder sind, da finden wir überall gestrichelte Linien. Gestrichelte Linien heißt, man hat keine Fossilien gefunden. Überall da, wo es drauf ankommt, wo die Gruppen zusammenlaufen, ist bisher wenigstens Fehlanzeige. Und das ist auffallend und typisch für den Fossilbericht. Ich will es Ihnen an einem Beispiel deutlich machen, wie das so die Entwicklung war in den letzten Jahren, nämlich an der Fossilgeschichte des Menschen. 1983 war die Geschichte ganz einfach. Da hat man gedacht, es gibt einen Ramapithecus-artigen. Dieser Ramapithecus-artige, bekannt von einigen Kieferfragmenten, der habe sich entwickelt in einen Australopithecus, den Südaffen. Hier ist ein Australopithecus-Schädel gezeigt. Der Australopithecus sei dann zum Homo habilis, dem geschickten Menschen geworden, der zum Homo erectus und der schließlich zum Homo sapiens. Das haben wir vor 20 Jahren gelernt in der Schule. Sieht also ganz einfach und ganz klar aus. Wie sieht es heute aus, 20 Jahre später? Wie ist die Fossilgeschichte des Menschen heute? Die Zahl der Fossilfunde ist ganz stark angestiegen. Wir haben hominide Gattungen, nicht mehr 3, sondern 7. Wir haben statt 9 Arten über 14 Arten und viele, viele, viele Fossilfunde, die man da einordnet. Ramapithecus gehört inzwischen nicht mehr zu den Vorfahren der Menschen, sondern zu den Vorfahren des Orang-Utan. Die Australopithecinen wurden immer weniger menschlich. Je mehr Funde man gemacht hat, desto mehr rückten sie in Richtung Affen. Außerdem waren sie einzigartige zweibeinige Kletterer mit verwirrenden Merkmalen. Die kann man gar nicht richtig in einen Stammbaum einordnen. Homo habilis und Homo rudolfensis wurden auch weniger menschlich. Das waren wichtige Zwischenglieder. Und die heißen heute ebenfalls Australopithecus und nicht mehr Homo. Homo erectus dagegen wurde immer menschlicher und gilt heute als menschlich in allen wesentlichen Merkmalen. Das heißt, es ist problematischer geworden. Die damals als gültig anerkannten Zwischenglieder sind ins Wanken geraten. Und ich will Ihnen das an einem Beispiel, nämlich an Homo erectus, zeigen. Homo erectus hat früher, als ich in der Schule war und das gelernt habe, da hat man solche Bilder gesehen, wie hier auf dem Screen jetzt sind. Also Bilder mit so irgendwie primitiv anmutenden, affenähnlich anmutenden Gestalten, schon ein bisschen aufrechtgehend, mit eigenartigen Schädeln, also so typische Zwischenglieder, klein gewachsen. Früher dachte man so gebückt, so ein bisschen affenartig, noch gehend in den alten Lehrbüchern. Heute weiß man es besser. Homo erectus, seit man da auch Fossilien vom Skelett gefunden hat, von den Beinen und dem Oberkörper, hatte ein komplett menschliches Skelett. Hat nichts mit Affen zu tun. Er hatte ein menschliches, wenn auch kleines Gehirn. Wir wissen schon lange, dass Homo erectus Feuer verwendet hat, dass er Werkzeuge verwendet hat und dass er sogar Hütten gebaut hat. Das weiß man schon einige Zeit. Aber in den letzten Jahren sind ganz erstaunliche weitere Daten ans Licht gekommen. Homo erectus war in Südostasien ein Seefahrer. Er konnte mindestens den Ozean mit einem Boot überqueren an einer Stelle, wo es 25 Kilometer breit war. 25 Kilometer ist ziemlich viel. Wenn man Boote bauen kann, wenn man da vom Festland auf eine Insel übersetzen kann, diese Insel besiedeln kann und immer wieder hin und her fahren kann, und das kann man aus den Werkzeugen, aus den Fossilien nachvollziehen, dann war das ein Wesen, welches sprechen konnte, welches kommunizieren konnte, welches vermutlich sich nach Sternen orientieren konnte. Also nichts von primitiv oder so. Eben, wird immer menschenähnlicher. Oder die Speerfunde von Homo erectus bzw. Homo heidelbergensis, müsste man genauer sagen, in Schöningen im Nordharz. Da sind vor einigen Jahren Speere ausgegraben worden, die Homo erectus produziert hat.
Sie sehen hier zwei Bilder, Thieme, der die ausgegraben hat, diese Speere. Und dann hat man versucht, diese Speere nachzubauen. Man weiß, die sind aus kleinen Fichten gebaut, geschnitzt worden. Man hat die nachgebaut, exakt so, wie das Vorbild war. Man weiß ein bisschen was über die Techniken, wie das jetzt geht. Man kann sich vorstellen, wie die geschabt und geschnitzt haben. Die Spitzen sind durch ein unbekanntes Verfahren gehärtet worden. Es waren Jagdspeere gewesen. Und dann hat der Mann, der diese Speere nachbauen ließ, dann hat der Mann gesagt, das wollen wir doch mal sehen, wie gut die sind. Dann hat er einen Wettkampfsportler, der im Speerwerfen, ich meine, es war deutscher Meister gewesen, den hat er gesagt, komm doch mal und wirf mit den Speeren, damit wir sehen, wie gut die sind. Hat es auf Ziele geworfen, so eine galertartige Masse, die etwa die Festigkeit von Fleisch hatte, von einem Reh beispielsweise. Es ist da, ich meine, 25 oder 30 Zentimeter eingedrungen. Und dann hat er diese Speere untersucht und kann zeigen, die Maße, das Flugverhalten, die Wurfweite, die Eindringtiefe entsprechen heutigen Hochleistungsspeeren. Das ist das, was man bei Olympiaden verwendet. Hightech-Produkte. Speere von Homo erectus waren Hightech-Produkte, wie wir sie heute auch nicht besser herstellen können. Heute haben wir vielleicht ein besseres Material, aber alles andere ist genauso leistungsfähig gewesen. 150 Speere heutiger Naturvölker sind im Archiv des Reichsmuseums Mannheim. Die Qualität der Speere des Homo heidelbergensis wurde jedoch nirgends erreicht. So schrieb Rieder 2003 in einem Artikel über die Speere von Homo erectus. Wir wissen also heute, Homo erectus, so wie man ihn damals dargestellt hat, nein, Homo erectus war von seinen denkerischen Qualitäten her ein Mensch wie wir. Ich habe daran keinen Zweifel mehr, nach dem, was wir heute wissen. Damit ist er aber kein Zwischenglied mehr. Und jetzt haben wir eine große Lücke zwischen dem Menschlichen und zwischen dem Äffischen, wo ja Australopithecus immer weiter hinrückt. Wenn wir die Fossilien objektiv darstellen, dann können wir nur sagen, gut, es hat Orang-Utan-artige gegeben, da gehört das Sivapithecus dazu, Ramapithecus. Dann hat es Australopithecus-artige gegeben mit vielen Arten. Und dann hat es viele verschiedene Menschenarten gegeben. Homo sapiens, Homo erectus, Homo ergaster, Homo heidelbergensis, auch der Neandertaler. Aber die sind sehr klar und sehr eindeutig voneinander getrennt. Die Frage der Zwischenglieder, schwierig, ist offen. Nun ist es nicht so, dass die Fossilien keine Argumente für Evolution hergeben. Ich werde als Evolutionskritiker immer wieder gefragt, ja, gibt es denn nicht auch wirklich gute Argumente für Evolution? Ja, klar gibt es gute Argumente für Evolution. Ich könnte Ihnen einen ganzen Vortrag halten mit guten Argumenten für Evolution. Aber das hören Sie im Fernsehen und das hören Sie in der Schule und das lernt man an den Universitäten. Darüber muss ich nichts mehr sagen. Deshalb konzentriere ich mich auf die Kritik. Aber ein Beispiel will ich doch nennen, wenn ich gefragt werde, was ist wohl das beste Argument für Evolution nach meiner Meinung? Dann würde ich sagen, die relative Anordnung der Fossilien in den Erdschichten. Ganz, ganz unten die Einzeller, die ganz einfachen Organismen. Und obwohl wir keine Zwischenglieder haben, ist es doch so, je weiter man nach oben kommt, desto komplizierter werden die Organismen. Und der Mensch taucht erst in den allerobersten Schichten auf. Ist vermutlich viel älter, als man jetzt denkt, aber trotzdem sind es die allerobersten Schichten. Diesen Befund kann man gut interpretieren im Rahmen eines Evolutionsmodells. Und so gibt es eine Reihe auch positiver Argumente für Evolution, die ich natürlich heute Abend nicht im Einzelnen bringe. Nun zum letzten Teil meines Vortrages im wissenschaftlichen Bereich. Meine Behauptung, meine dritte Behauptung heißt, molekulare Mechanismen der Höherentwicklung sind bis heute unbekannt. Wie stellt man sich das denn vor, dass aus einem Einzeller ein vielzelliges Tier wird? Wie stellt man sich das vor, dass aus einer Reptilschuppe eine Vogelfeder wird? Welche genetischen Mechanismen gibt es denn dafür? Gibt es überhaupt welche? Das ist die Frage, um die es jetzt geht. Meine Behauptung, dass wir das nicht wissen. Da muss ich eine wichtige Unterscheidung machen. Die Unterscheidung nämlich zwischen Mikroevolution und Makroevolution. Mikroevolution, also Evolution im Kleinen, da kennen wir viele Faktoren, genetisch auch viele Faktoren. Mutation, die Veränderung,
von einzelnen Genen. Rekombination, der Austausch von Genen zwischen verschiedenen Individuen, zum Beispiel im Bereich sexuelle Fortpflanzung, aber das gibt es auch bei Bakterien. Dann der Austausch von Genen durch horizontalen Gentransfer. Dann kennen wir die Selektion, und das war Darwins Verdienst, das gesehen zu haben, dass Selektionsprozesse wirken, Lebewesen Veränderungen auswählen aus den verschiedenen Varianten. Dann die Gendrift, die erst viel später bekannt wurde, von Kimura. Diese Prozesse führen zur Variation des Lebens, zur Veränderlichkeit. Sie führen zur Artbildung, zur Entstehung neuer Arten durch mikroevolutive Prozesse, auch, so wie ich meine, zur Gattungsbildung. Und Darwin hat richtig gesehen, als er vermutet hat, dass die Darwin-Finken auf den Galapagos-Inseln aufgrund solcher mikroevolutiven Prozesse entstanden sind, eine Radiation durchlaufen haben, wie wir das in der Biologie nennen. Er hat das, glaube ich, richtig gesehen. Diesen Bereich der Mikroevolution, den haben wir gut erforscht. Noch lange wissen wir nicht alles, aber wir wissen schon sehr viel darüber. Und das ist eines der ganz wichtigen und ertragreichen Forschungsgebiete der Evolutionsbiologie, von der ich übrigens meine, man solle viel mehr noch darauf forschen, als man bis jetzt tut. Kann man aber nicht verkaufen, deshalb kriegt man keine Industriegelder und so. Aber ich meine, man sollte viel mehr darauf forschen. Also Mikroevolution ist empirisch gut belegt. Gattungsbildung, wie hier etwa am Beispiel der Hundsaffengattung Cercopithecus, denke, dass da nicht nur die verschiedenen Arten durch Mikroevolution entstanden sind, eine kleine Auswahl ist hier gezeigt, sondern dass auch verschiedene Gattungen entstehen können. Eins ist jedoch immer gleich. Bei mikroevolutiven Prozessen bleibt die genetische Komplexität entweder gleich oder die genetische Komplexität nimmt ab. Das kann man an vielen, vielen Stellen zeigen, experimentell zeigen. Makroevolution ist ganz anders. Hier geht es nicht um die Entstehung neuer Arten, um eine Radiation, eine Ausbreitung auf einer Komplexitätsebene. Hier geht es um die Entstehung neuer Baupläne oder neuer molekularer Maschinen. Hier geht es um eine Zunahme an genetischer Komplexität. Makroevolution ist empirisch nicht belegt. Es gibt keinen experimentellen Beleg, dass so etwas stattfindet. Die Schwierigkeiten, die möchte ich Ihnen an einem bestimmten Beispiel klar machen. In den Evolutionslehrbüchern steht in der Regel, wenn man mikroevolutive Prozesse ganz, 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 ganz lange hintereinander schaltet, viele Millionen Jahre, dann ist das Makroevolution. Mikroevolution plus Zeit gleich Makroevolution. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Und ich will Ihnen ein Beispiel zeigen. Sie sehen hier eine mikroskopische Aufnahme von einem Bakterium, Escherichia coli, eins, was auch in unseren Därmen vorkommt, sehr häufig sogar. Und dieses Bakterium kann sich fortbewegen. Man sieht, wie das hier so schwimmt. Wenn man im Elektronenmikroskop nachschaut, dann sieht man, dass dieser Bakterienleib, diese Bakterienzelle, solche Fortsätze hat. Diese Fortsätze, die da nach hinten weggehen, diese Fortsätze sind die Geißeln. Damit, die drehen sich, die Geißeln werden von einem Motor angetrieben und es wirkt wie eine Schiffsschraube und dann kann das Bakterium damit vorwärts schwimmen. Diesen Bakterienrotationsmotor, den hat man gut erforscht inzwischen. In meiner Grundvorlesung Mikrobiologie sage ich den Studenten immer, was sie hier vor sich haben, das ist der Hyper-Super-Ultra-Miniatur-Elektrorotationsmotor. Der ist kompliziert aus vielen Proteinen aufgebaut, der Motor selber aus 19 Proteinen, die Regulation der Synthese 7 Proteine und die Steuerung mit 8 Proteinen, die Montage des Motors mit 12 Proteinen und dann gibt es noch welche, von denen wir nicht wissen, was sie machen. Also dieser Bakterienrotationsmotor ist gut untersucht, auch biophysikalisch gut untersucht. Um Ihnen noch eine Vorstellung zu geben, wie der aussieht, gehört also zum Darmbakterium E. coli, das ist ungefähr 2 Mikrometer lang, 2 Millionstel Meter. Also man kann das nicht mehr sehen. Wenn Sie 500 Zellen aneinanderlegen, dann kriegen Sie gerade mal 1 Millimeter. Die Länge der Geißel, der Schiffsschraube, ist 10 Mikrometer, also 5-mal so lang. Und die Länge der Motorachse, das hier ist die Motorachse, das ist die Geißel. Die Länge der Motorachse ist 30 Nanometer.
Wenn Sie 35.000 Motoren aneinanderlegen, dann kriegen Sie einen Millimeter. Ich sage immer, das ist Nanotechnologie. Die Biologie, die hat die Nanotechnologie schon lange. Die Bestückung ist bis 15 Motoren pro Zelle, die Arbeitsspannung 25 bis 200 Millivolt, das ist der lineare Bereich, und die Drehzahl bis zu 20.000 Umdrehungen pro Minute. Ist nicht schlecht. Also da müssen Sie ein Auto schon ganz schön hochheizen, bis Sie auf 20.000 Umdrehungen pro Minute kommen. Die Geschwindigkeit, mit der das Bakterium schwimmen kann, ist 50 Mikrometer pro Sekunde. Das ist also etwa das 25-fache der Körperlänge. Wenn Sie im Auto sitzen und das 25-fache Ihrer Autolänge pro Sekunde fahren, raten Sie mal, wie hoch kommen Sie da, welche Geschwindigkeit? 400 Stundenkilometer. So gemessen an der Zellgröße sind die wirklich schnell. Ein Hyper-Super-Ultra-Miniatur-Elektro-Rotationsmotor. Wo kommt der her? Wie ist der entstanden? Ich meine, irgendwann mal muss es ja ein Bakterium gegeben haben, was keinen Motor hatte. Wie ist es zu dem Motor gekommen? Wie sind die Proteine entstanden? Auf jeden Fall müssen wir irgendwelche Proteine entstehen lassen, damit ein Motor entsteht. Ich gucke mal ein Protein an. Ein Protein, welches die Schiffsschraube bildet. Eines der Proteine, welches die Schiffsschraube bildet. Das ist hier in der Struktur gezeigt. Hier ist die Draufsicht und hier ein Querschnitt durch die Geißel. Und da sieht man, dass diese Geißel aus schaufelradförmigen Proteinen aufgebaut sind. Und das sind, glaube ich, 12 sind's, die im Kreis rumsitzen und in der Mitte einen Kanal bilden. Und die hängen so zusammen, dass diese ganze Geißel, die ja 5-mal länger ist als die Zelle, wenn ich so einen Bleistift hätte, wenn dieses hier mein Bleistift wäre, und die Geißel hat den Durchmesser und die geht durch den Raum durch, dann geht die bis da hinten an die Wand. Und jetzt stellen Sie sich vor, dieses Ding, was bis hinten an die Wand geht, dreht sich mit 20.000 Umdrehungen pro Minute, und zwar nicht starr, sondern flexibel. Das sind bestimmte Bedingungen, die das Protein erfüllen muss, die wir nicht im Einzelnen kennen. Wie ist das aufgebaut? 597 Bausteine, Aminosäuren. Diese Aminosäuren haben eine bestimmte Reihenfolge. Welche Faktoren benötige ich, damit so ein Protein durch Zufalls- und Selektionsprozesse entstehen kann? Die Antwort, die ich jetzt in einem einstündigen Vortrag begründen könnte, die Antwort heißt, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie ein einzelnes Protein wie dieses hier durch einen Evolutionsprozess hätte entstehen können. Ist uns unbekannt. Aber wir brauchen nicht nur ein funktionales Motorprotein, wir brauchen ja viele, damit der Motor funktioniert. Kann das irgendwie allmählich evoluieren? Durch viele kleine Zwischenschritte, kann man sich das vorstellen? Zuerst so ein Motorkomplex und dann eine Motorachse und dann die Lager des Motors, die ihn stabil halten im Raum und dann die Winkelstruktur, die die Schiffsschraube koppelt an den Motor. Wir brauchen jeden einzelnen Bestandteil davon. Sonst funktioniert es nicht. Und das ist ein zweites Problem. Wir brauchen nicht nur ein Protein, wir brauchen mehrere Proteine, wenn auch nicht gleich alle, die der Motor heute hat. Vielleicht tun es ja viel weniger, aber wir brauchen immer mehrere Proteine. Und hier wird das Prinzip deutlich, was Michael Behe, ein Kollege von mir an der Lehigh University, Biochemieprofessor, das Prinzip der irreduzierbaren Komplexität genannt hat. Er hat ein Buch geschrieben, Darwin's Black Box. Da habe ich diesen Begriff her und da habe ich auch mein Beispiel her, was ich Ihnen gleich nenne. Dieses Prinzip heißt, die Zahl der Komponenten einer molekularen Maschine kann nicht beliebig reduziert werden. Sie können einen Bakterienmotor nicht beliebig einfach machen. Irgendwann mal geht's nicht mehr. Wenn Sie zum Beispiel das Verbindungsglied wegnehmen, zwischen der Achse und der Schiffsschraube, dann tut der Motor nicht mehr. Dann nützt es Ihnen gar nichts, dass Sie 5 Proteine haben, die passen. Wenn es eine fehlt, geht gar nichts. Wir haben eine nicht mehr reduzierbare Komplexität. Und das kann man jetzt biochemisch begründen. Michael Behe macht es, aber er bringt auch ein nettes Beispiel. Er sagt, das ist so ähnlich wie bei einer Mausefalle. Eine Mausefalle ist eine kleine Maschine, die ist irreduzierbar komplex. Das heißt, Sie können von der Mausefalle nicht einfach irgendwie einen Teil wegnehmen, weil Sie es vielleicht etwas billiger produzieren wollten.
Wenn Sie den Bügel wegnehmen, tut es nicht mehr, auch wenn alles andere da ist. Wenn Sie die Feder wegnehmen, tut es nicht mehr. Wenn Sie den Schlagbügel wegnehmen, geht es nicht mehr. Ohne Bodenplatte geht es nicht mehr. Also es geht einfach nur... Aha, ich bin da immer besonders vorsichtig. Also Sie brauchen alle einzelnen Bestandteile. Dieses einfache Ding ist irreduzierbar komplex. Natürlich kann man die unterschiedlich bauen. Sie können auch das viel größer machen. Das ist eine Rattenfalle. Gleiches Bauprinzip. Die Rattenfalle, die spanne ich jetzt nicht. Die Rattenfalle, die kann den Finger abschlagen. Aber es ist das gleiche Bauprinzip, wie Sie sehen. Also man kann sie größer machen, man kann sie kleiner machen. Man kann natürlich auch ganz andere Fallen bauen, wie zum Beispiel diese Lebensfalle. Da hängt man es da hinten ein. Das ist eine Falle, die hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit dieser. Aber sie erfüllt den gleichen Zweck. Man kann also verschiedene Möglichkeiten ausprobieren und auch nicht nur so eine kleine, sondern man kann die auch groß machen. Das ist meine Lieblingsfalle, die ist bestimmt 200 Jahre alt. Diese Falle hier kann man auch bauen. Also es gibt viele Möglichkeiten, Fallen zu bauen und es gibt viele Möglichkeiten, Bakterienmotoren zu bauen. Wahrscheinlich Millionen von Möglichkeiten. Aber alle haben sie eines gemeinsam, sie sind irreduzierbar komplex. Wir können die Zahl der Komponenten nicht beliebig runterfahren. Ich habe mich mal damit beschäftigt, Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit solche Proteine entstehen und solche Motoren entstehen. Ich führe Ihnen das hier nicht vor, weil das zu sehr ins Molekularbiologische reingeht. Das Ergebnis ist, dass die Wahrscheinlichkeiten schon für die Entstehung eines Proteins winzig klein sind. Winzig klein, selbst wenn wir viele Jahrmilliarden Zeit haben. Und dabei nützt uns das noch gar nichts, wenn wir nur den Motor haben. Wir brauchen auch noch die Regulation der Synthese der Bestandteile. Wir brauchen einen Apparat, der den Motor zusammenbaut. Und wir brauchen den Transport über die Zellhülle. Heute weiß man, wie das funktioniert, diese Montage. In diesem kleinen Video ist das zu sehen. Das sind die Bausteine, die das Lager bilden. Und jetzt werden von der Zelle innen raus die Bausteine zugefügt, die die Achse des Motors bilden. Jetzt kommt das zweite Lager über dem Motor. Und dieses zweite Lager sitzt unter dem Hook. Das ist so eine halbkreisförmige Struktur. Sie sehen es hier. Das ist, verbindet die Schiffsschraube, die jetzt gleich synthetisiert wird, mit der Motorachse. Und jetzt sehen Sie, wie das verrückt das geht. Durch das Innere dieses ganzen Komplexes wird das Ganze zusammengebaut. Aus dem Zellinneren kommen die Proteine durch das Innere der Achse, die ist nämlich auch hohl, durch das Innere der Lager, kommen sie innen durch, lagern sich außen wie von Geisterhand gesteuert an und bauen in einem Self-Assembly, einem Selbstzusammenbau, das Filament, die Schiffsschraube zusammen. Und das Ganze geht dann über viele, viele, viele tausend Proteine und zum Schluss entsteht die Geißel, das Filament. Und es fängt an, sich zu drehen. Jetzt hat man das Motormodell, das Ganze dreht. Sie sehen, wie das schwingt. Und das gibt dann den Vortrieb. Und hier ist eine Aufnahme von den Bakterien, wie sie sich tatsächlich fortbewegen in einer Fluoreszenzaufnahme. Es ist gigantisch. Ich kann nur sagen, es ist gigantisch, wie das gebaut ist. Das kann sich kein Biologe ausdenken. Wir sind froh, wenn wir notdürftig verstehen, wie es geht. Keiner von uns kann sich das ausdenken. Das brauchen wir also auch noch, diese Bestandteile zusammenzubauen. Und wir brauchen auch noch eine Steuerung, denn ein Motor, wenn er noch so gut funktioniert, ohne Steuerung funktioniert kein Motor. Was ist die Schlussfolgerung? Der evolutionäre Ursprung des Bakterienmotors ist unbekannt. Ganz einfach. Wir wissen nicht, wie er hätte entstehen können. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, dass er entsteht durch einen evolutionären Prozess. Das weiß ich nicht. Ich kenne ja nicht alle Fakten. Aber ich weiß eines, wir wissen heute nicht, wie es gegangen ist. Und ich behaupte, dass das für sämtliche molekularen Maschinen aus denen wir aufgebaut sind. Ob das ATPasen sind, welche Maschinen sie immer nehmen, ob das Ribosomen sind, ob das DNA-Polymerasen sind. Wir wissen nicht, wie diese molekularen Maschinen entstanden sind. Es sind irreduzierbar komplexe Strukturen. Das ganze Leben ist aus irreduzierbar komplexen Strukturen aufgebaut.
Das Komplexeste, was es gibt, sind die Frauen. Aber das ist auf einem anderen Gebiet. Jede Zelle ist irreduzierbar komplex aufgebaut. Können wir also sagen, Mikroevolution ist gleich Makroevolution, wenn wir nur Zeit dazugeben? Meine Antwort, soweit ich es verstehe, nein. Mikroevolution ist horizontale Evolution. Das heißt, eine Veränderung auf einer Komplexitätsebene. Das ist ein Optimierungsproblem. Durch Mikroevolution können wir vorhandene Strukturen hervorragend optimieren. Makroevolution ist vertikale Evolution. Vom ganz Einfachen hin zum ganz Komplexen. Einer meiner Kollegen hat einmal gesagt, von der Amöbe zu Goethe. Das ist Evolution, Makroevolution. Und das ist was ganz anderes wie Mikroevolution. Es ist ein Konstruktionsproblem. Das ist etwas, wo Information notwendig ist, damit das funktionieren kann. Diese beiden Prozesse sind ganz unterschiedlich. Mikroevolution, das haben wir notdürftig verstanden. Makroevolution, das kennen wir nicht. Wir wissen nicht, wie das geht. Ich habe heute sehr schnell, in einem Schnelldurchgang, Ihnen einiges erzählt. Wenn Sie das nachlesen wollen, dann können Sie es gerne tun. Ich habe Bücher mitgebracht, Evolution, ein kritisches Lehrbuch, was einige Biologen geschrieben haben. Ich selber habe dort auch mitgeschrieben. Und das sind diese Dinge alle näher erklärt, die ich jetzt heute Abend hier gebracht habe. Nun mögen Sie vielleicht sagen, naja, da kommt der Siegfried Scherer, der erzählt uns die Geschichte vom Pferd und wir können es ja nicht beurteilen. Woher wissen wir denn, dass das überhaupt irgendwie realistisch ist, was ich heute Abend erzähle? Ich will Ihnen zwei, drei Zitate geben von meinen evolutionsbiologischen Kollegen, und zwar von führenden evolutionsbiologischen Kollegen. Einmal von Egbert Ley. Er schreibt, das Hauptproblem der synthetischen Evolutionstheorie ist ihr Versagen zu zeigen, dass natürliche Selektion von zufälligen Mutationen die beobachtbaren Adaptationen des Lebens hervorbringen kann. Anders ausgedrückt, die Mechanismen, die wir haben in der synthetischen Evolutionslehre, die in unseren Schulbüchern stehen, erklären nicht, wie komplexe Strukturen, die wir heute beobachten, entstehen, sagt ein Evolutionsbiologe. Seine Konsequenz ist, wir müssen weitersuchen. Oder Robert Carroll, makroevolutionäre Vorgänge können nicht auf der Basis der Extrapolation von Prozessen verstanden werden, die in heutigen Populationen und Arten beobachtbar sind. Das ist eine heftige Aussage. Das, was wir heute empirisch wissenschaftlich untersuchen können, erklärt uns nicht, wie die großen Gruppen des Lebens und wie die molekularen Maschinen entstanden sind. Oder ein Zitat zum Schluss von John Maynard Smith, erschienen in Nature, dem berühmtesten Wissenschaftsjournal der Welt. Er hat einen Übersichtsartikel über die großen evolutionären Übergänge geschrieben, also Makroevolution. Und er schreibt in der Zusammenfassung, es gibt keinen theoretischen Grund, der erwarten ließe, dass evolutionäre Linien mit der Zeit an Komplexität zunehmen. Und da ist keine empirische Evidenz, dass dies geschieht. Als ich den Artikel gelesen habe, ist einige Jahre her, da habe ich kurz den Kopf geschüttelt und habe gedacht, Moment, bin ich im falschen Film? Das ist eine komplette Bankrotterklärung heutiger kausaler Evolutionstheorie. Nicht mehr und nicht weniger. Nun ist Maynard Smith ganz sicher kein Schöpfungsanhänger. Er ist überzeugter Evolutionsbiologe und sagt, fährt weiter, trotzdem sind eukaryotische Zellen komplexer als prokaryotische. Tiere und Pflanzen sind komplexer als Protisten und so weiter. Also wir haben abgestufte Komplexitäten. Infolgedessen muss es Evolution gegeben haben. Dazu kommt die Erdgeschichte mit den unterschiedlichen Stellungen der Fossilien. Also Ihr Mann ist überzeugt davon, dass Evolution stattgefunden hat. Er ist ganz sicher kein religiöser Mann, soweit ich ihn kenne. Aber der wissenschaftliche Fakt bleibt keine empirische Evidenz und keinen theoretischen Grund. Warum sollte Evolution dann stattgefunden haben? Zurück zum Thema des Vortrags, was Darwin nicht wissen konnte. Der Streit ist immer noch nicht beendet. Ich glaube, wenn man Darwin gefragt hätte vor 150 Jahren,
was er glaubt, wie seine umstrittene Theorie diskutiert werden würde im 21. Jahrhundert. Ich meine, er wäre überzeugt gewesen, dass das ihm bekannte Problem der Urzeugung gelöst wäre, dass das ihm bekannte Problem der Entstehung komplexer Strukturen wie des menschlichen Auges gelöst wäre, dass die vielen Zwischenglieder, die man vermutet, in der Fossilgeschichte gefunden worden sind. Er hätte mit Sicherheit so geantwortet. Es gibt auch Indizien aus seinen Schriften, dass er davon ausgegangen ist. Er konnte wirklich nicht wissen, dass wir im 21. Jahrhundert auf einer fachlichen Ebene, nicht aus weltanschaulichen Argumenten heraus, auf einer fachlichen Ebene, die gleichen Probleme diskutieren, die Charles Darwin diskutiert hat, obwohl unsere Bibliotheken überquellen, das biologische Wissen sich alle 2 Jahre verdoppelt. Ich glaube nicht, dass er das vermutet hätte. Und ich glaube, er wäre ziemlich überrascht gewesen. Darwin hat vermutet, wie viele andere auch, dass mehr Zeit mehr Daten bringt und mehr Daten bringen mehr Klarheit. Wir müssen nur genug Daten sammeln, dann kriegen wir es schon raus, dann wissen wir, was richtig und was falsch ist. Ich glaube, diese Hoffnung trügt. Clark Howell, einer der bekannten Paläanthropologen, also der Leute, die sich mit der Evolution des Menschen befassen und die Fossilien, entsprechenden Fossilien ausgraben, Clark Howell hat folgenden Satz gesagt: Je mehr du weißt, desto schwieriger wird es. Jeder, der Wissenschaft macht, der weiß ein Lied davon zu singen, dass diese Aussage wirklich stimmt. Je mehr man weiß, desto mehr Fragen erheben sich. Und wie oft passiert es, je mehr man weiß, desto schwieriger wird es. Er hat es gesagt im Hinblick auf die Paläanthropologie, also die Fossilgeschichte des Menschen. Meine Frau, die hat Paläanthropologie studiert und darin promoviert, die hat mir ein weiteres Zitat gegeben. Beide stammen von meiner Frau. Milford Wolpoff, ebenfalls ein bekannter Paläanthropologe, hat zu der Frage, ob denn die Daten für sich selbst sprechen, also wenn ich nur genug Daten habe, ist alles geklärt, kennen Sie vielleicht diese Aussage, ja, die Daten sprechen doch für sich selbst, oder? Die Fakten sprechen doch für sich selbst. Milford Wolpoff hat gesagt, die Daten sprechen nicht für sich selbst. Ich war in Räumen voller Daten und lauschte aufmerksam. Sie sagten niemals ein Wort. Daten sind tot. Die reden nicht. Fossilien sind tot. Die reden nicht, wer sie sind. Wir müssen Interpretationen einbringen. Wir müssen Deutungen einbringen. Es gibt eben kein voraussetzungsloses Denken. Wolfgang Stegmüller, inzwischen gestorben, einer der sicherlich in Deutschland oder weltweit bedeutendsten Wissenschaftsphilosophen, also einer, der sich mit den philosophischen Grundlagen des Wissensprozesses beschäftigt. Wolfgang Stegmüller hat geschrieben, heute besteht weitgehende Übereinstimmung darin, dass die Annahme des naiven Empirismus preiszugeben ist. Es gäbe so etwas wie ungedeutete Erfahrungsdaten. Wir deuten immer. Das machen wir auch in der empirischen Wissenschaft, nur nicht in so einem großen Maß wie in der historischen Wissenschaft. Wir müssen immer deuten. Welche Ursprungslehre man auch immer bevorzugt, und da gibt es viele subjektive Komponenten dabei, ob man als Naturalist Evolution vorzugt, ob man als Christ eine biblische Offenbarung bevorzugt, ob man es als Buddhist oder als Animist oder was immer es an Religionen gibt, Sie können da alles einsetzen, was auch immer Sie zugrunde legen, Sie kommen einfach nicht darum herum, ein Glaubenssystem zugrunde zu legen, wenn wir die Frage stellen nach dem Ursprung der Welt und der Ursprung des Lebens. Letztendlich müssen wir alle glauben. Sie und ich und meine Kollegen, alle müssen hier eine Glaubensentscheidung treffen, auf welchem Fundament die Theorien aufgebaut werden. Der Streit um die Entstehung des Lebens, so viel scheint mir sicher, kann letztlich nicht wissenschaftlich gelöst werden. Wenn Sie auch viele Daten, die ich heute Abend gebracht habe, vielleicht nicht sich merken können, vielleicht haben Sie das eine oder andere nicht verstanden, weil es zu schnell ging. Das, was mir wirklich wichtig ist, ist diese Aussage.
Der Streit über die Entstehung des Lebens ist nicht in erster Linie ein wissenschaftliches Problem. Wir müssen irgendeinen Glauben zugrunde legen. Glaube ist etwas sehr Persönliches, etwas ganz Existenzielles. Und deshalb nochmals mein Wunsch, auch wenn wir jetzt miteinander diskutieren und Sie vielleicht ganz andere Meinungen als ich haben, nochmal mein Wunsch, auch wenn Sie denken, wissenschaftlich ist das Schrott, was ich heute erzählt habe, dann wäre es mir trotzdem ganz lieb, wenn Sie mich als Person achten. Und ich will das Gleiche mit Ihnen tun. Ich wünsche mir eine sachliche Diskussion heute Abend, aber ich wünsche mir auch eine sachliche Diskussion in unserem Land über diese Frage. Davon sind wir leider weit weg. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.